alles für die Liebe. Okay, tückischer Dolch. Jupp. Die Tüte nehme ich auch mit. Zack. Scheint schon gut Schaden zu machen, der Fluch. Ich hab vergessen, die... Ich hab wieder vergessen, die Dämonenbeschwörung zu machen. Ich weiß nicht, warum... Es gibt manchmal so Spiele, da vergesse ich ganz bestimmte Sachen immer und immer wieder. Wartet. Und Chamäleon! Ja, braucht noch ein paar. Moment, warte mal. Haben wir gar keine Tarotkarten gezogen? Was? Die sollten doch am Anfang gezogen werden. Und ich habe das Vlies nicht angelegt, oder? Ja, das ist nicht das goldene Vlies. Doch, ist es. Moment, leuchtet das erst Gold? Leuchtet das Gold, wenn man einen bestimmten Schadensbonus erreicht hat, oder was ist da los? Nochmal ein Pfad. Sehr cool. Gibt es zum Beispiel Blocken bei Blasphemous? Also... Wenn du vorher was geschrieben hast, bevor du geschrieben hast, wie zum Beispiel Blocken bei Blasphemous, dann habe ich das nicht... Dann steht das bei mir nicht im Chat. Ach! Stimmt! Da war ja das andere... Ach, das andere Vlies hat ja diese Eigenschaft gehabt von wegen Tarotkarten. Ah, okay. Okay. Hab nichts gesagt. Jetzt leuchtet mein Vlies auch golden. Okay, neue Anhänger. Und eventuell noch einen Anhänger kaufen. Plop, wir füllen die Base. Fließt es wieder grau? Warum? Oh. Wegen vergessen beim Spiel. Ach, ja, okay. Das stimmt. Eine Folge lang Glocken vergessen. Aber immerhin habe ich mich wieder dran erinnert. Das ist gut, dass wir auch noch Fleisch finden. Warte mal, ist das Vlies golden, wenn keine Gegner in der Gegend sind? Kann sein, oder? Ich hatte schon Angst, dass das genau das gleiche ist wie bei... Was? Ah! Da oben links steht gerade Schaden plus 110%. 210% plus, ne? Nicht hier insgesamt Schaden 210%, sondern... Das ist sehr geil. Bloß nicht treffen lassen von nichts.
240% extra. Hey. Zurückwerfen, einfrieren, ja bitte. Stell dir mal vor, hier 240% extra Schaden mit einem Hammer oder so. Holy. Guck mal, wie viel Prozent wir kommen können. Das scheint ja kein Limit zu haben. So, noch zwei Chamäleon für die Liebe. Und dann mit Crit OP One-Shot alle. Hm. Da habe ich fast gebrochen. Ist der Fluch auch gebufft? Da steht Schaden, nicht unbedingt, Waffenschaden. Hört sich gut an. Noch eine Karte. In der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%. Okay, es ist helllichter Tag. Okay, ich kann mir da drüben was aussuchen. Ach, wofür sind Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. Zwei Kinder hatte ich, das war echte Liebe. Und doch wurde mir einen trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder genommen. Ein Geschenk, sagten sie, für den, den sie am meisten lieben, jenen, der wartet. Ich weinte, ich klagte. Aber wie kann man sich einem Gott verweigern? Wo immer sie sind, ich hoffe, dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich. Nichts ist sicher, außer die Zuneigung, die man im Herzen trägt. Ich wähle die Blaupause. Überwachsener Laternenständer! Nehme ich mit. Kostet 4 Gras. Cool. Und das für 30. Angriffsschaden um 1,25% erhöht. Ja, den nehme ich mir jetzt mit. Den muss ich eigentlich mitnehmen, ne? Ist er jetzt aktiv? Oder habe ich mir den nur in meine Sammlung geholt? Genau, das sehe ich hier unten. Ist aktiv. Nice. Mal gucken, wie lange wir das aushalten, ohne getroffen zu werden. Warte mal. Wir könnten auch zu Leshy gehen. Das Geilste ist, beim Boss geht es auch mit dem Schadenssteigerung. Achso, mit dem, wenn er sich seine Sklaven holt. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, diese alberne Maskerade ein Ende zu bereiten. Jo. Luschi. Erstmal mit den Schaden. Ordnung. Okay.
Was auch immer das mit der Ordnung ist, ist er jetzt für immer tot, oder?